Hallo zusammen, dieses Video ist eine Ergänzung zu den Videos, wo es um die Begriffe Restaurierung und technische Bearbeitung ging. Der Fokus liegt dieses Mal in dem technischen Bereich, also das, was man nicht sieht. Das, was man bei so einer technischen Überarbeitung nicht sieht, ist normalerweise erheblich mehr Arbeit, als ein Gerät optisch aufzuhübschen. In dem besonderen Fall, in diesem Video, umso mehr, wo das Gerät vorab schon restauriert wurde. Wer die Videos vorher nicht gesehen hat, hat jetzt hier nochmal einen kleinen Blick auf das Gerät werfen können mit ein paar Details. Auf geht's, schauen wir mal hinter die Kulissen. Fangen wir einfach mal an mit den Bumper Caps. Also nehmen wir die einfach mal ab und schauen mal drunter. Unter den Bumper Caps sehen wir, da wurde nicht wirklich geputzt. Also das ist nur oberflächlich sauber gemacht. Vielleicht mal ein Blick hinter die Targets, wenn man das Spielfeld abgeräumt hat, also Plastik runter und Gummis abgezogen. Dann sehen wir, auch da wurde nicht geputzt. Folglich, wenn da nicht geputzt wurde, ist natürlich garantiert die Mechanik unten auch nicht gemacht. Das heißt, die muss man abbauen, komplett zerlegen, gucken, welche Achsen nicht gemacht sind oder eingelaufen sind. Eventuell muss was gerichtet, erneuert werden und so weiter. Nächster Blick. Gucken wir uns mal den Auswurf an von oben. Und wenn wir jetzt von unten schauen, sehen wir die Mechanik. Wenn ich die Mechanik abnehme, sehe ich schon Risse im Plastik und ja, mit dem Lösen der Schrauben löst sich das auf, im Vergleich dazu mal das Neuteil. Nächster Punkt auf dem Spielfeld, schauen wir mal auf den Spinner. Die Ingenieure damals haben sich Gedanken gemacht, sodass man den Spinner nach oben abnehmen kann. Hier ist es jetzt so, dass derjenige, der den Flipper irgendwann bearbeitet hat, eine andere Idee hatte. Und hat den falsch zusammengebaut, somit muss man das Gewicht, was eigentlich von oben nach unten drückt, um den Kontakt auszulösen, abschrauben. Dann kann man den Spinner erst abnehmen. Dazu im Vergleich mal ein Bild, wie das richtig aussieht. Da das so natürlich nicht funktionieren kann mit dem Gewicht unten, hat scheinbar jemand die Stange krumm gebogen, damit das Kontaktblatt überhaupt irgendwie mitgenommen wird. Beim späteren Zusammenbau, wenn der Flipper wieder aufgebaut wird, wird das natürlich korrigiert, so wie es sein soll. Bei den Überrollsternen zeigt sich ein ähnliches Bild. Die sind halt ein bisschen geputzt worden, aber sonst wurde auch nicht viel gemacht. Irgendwann wurde da wahrscheinlich auch mal irgendein Mittelchen verwendet, was durch die Sterne nach unten gelaufen ist, wo wir dann an den Kontakten sehen, da ist richtig, hat es eine chemische Reaktion gegeben. Auch die Kontakte, da gucke ich mir die Kontaktnieten natürlich an, weil es immer mal sein kann, dass eine Niete sich über die Jahre löst, verändert und eventuell erneuert werden muss. Ja, da merkt man schon, der Teufel steckt im Detail und man kommt nicht umhin und muss nach dieser langen Zeit wirklich alles mal kontrollieren. Jetzt schauen wir uns mal an, was alles kontrollieren bedeutet. Wir gehen einmal durch das Spielfeld bzw. durch die Spielfeldunterseite. Wir schauen uns das Score-Motorboard an, was unten im Kabinett ist. Und dann schauen wir uns einmal die Backbox an und was es da für Elemente gibt. Abschließend noch ein paar andere Bilder, wo ich gar nicht großartig drauf eingehen möchte, was aber wahrscheinlich dann das Gerät doch noch ein bisschen schicker macht. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Spielfeld oder besser mit der Spielfeldunterseite. Wir sehen das Spielfeld vorher und nachher und da erkennen wir schon, das sieht man gar nicht so viel. Also für den Laien ist nicht wirklich erkennbar, dass irgendwas passiert ist. Folgend gehe ich jetzt einfach mal durch die ganzen Mechaniken, die wir uns dann im Detail anschauen und was da passiert ist, um das besser zu verstehen, was oder wie viel Arbeit in so einem Flipper steckt. Und zwar, wir fangen an mit dem Auswürfen. Davon haben wir zwei, die Flipperfinger, Slingshots,
Dann die Bonus-Unit. Dann haben wir eine Relaisbank, das sind einzelne Relais mit einem kleinen Stepper. Wir haben Bumper, zwei Stück, eine Target-Bank und wir haben so eine große Relaisbank mit einer Reset-Funktion. Die ersten Mechaniken, die wir uns anschauen, sind die Auswurfmechaniken. Links unbearbeitet, also vorher, und rechts überarbeitet, bearbeitet. Und bei jeder Mechanik muss man sich halt immer fragen, ist es noch okay, ist es nicht okay? Ist zum Beispiel eine Oberfläche beschädigt? Ist das Material zu sehr verbörtelt? Muss man das glätten oder muss man es erneuern? Sind Achsen eingelaufen? Ist irgendwas krumm? Und so weiter. Hier sehen wir mal so ein paar Beispiele, wo man hingucken kann, wo man immer in die Entscheidung treffen muss. Ist es noch gut, ist es nicht gut? Muss ich was tun? Das sind die Flipperfinger-Mechaniken. Vorher ohne Bearbeitung, so wie sie ausgebaut wurden. Hier ist es natürlich besonders wichtig, dass die möglichst gut funktionieren. Das Erste, was auffällt, ist, da ist eine Kreuzschraube drin. Die habe ich letztendlich auch drin gelassen, weil das Gewinde ein anderes ist als das ursprüngliche. Und hätte ich das nachgeschnitten, das sein können, dass ich die Grundplatte nicht mehr verwenden kann. Die zerlegten Mechaniken zeigen, da wo die Kreuzschraube drin war, hat die Mechanik ganz schön gearbeitet. Wahrscheinlich wurde der Flipper mal gespielt, eine ganze Zeit lang nur mit einer Schraube und das war lose und dann sieht das halt so aus. Was auffällt, wenn man genau hinguckt, ist, diese blauen Leitungen gehen zum EOS. Das ist der Kontakt, der da lose rumlag und da sind teilweise Litzen durchgebrochen. Das wurde scheinbar nie irgendwie gemacht. Was man natürlich auf Bildern nicht sehen kann, die im Internet sind, wenn Mechaniken richtig verschlissen sind oder teilweise ausgeschlagen sind, so wie hier, oder schmutzig oder nur fürs Bild schön geputzt sind und man kann nicht reinschauen. Hier können wir das mal sehen. So sehen die Mechaniken jetzt komplett überarbeitet aus und so werden sie auch wieder in den Flipper eingebaut. Das sind die Slingshot-Mechaniken und hier sieht man auch, dass vergessen wurde zu kontrollieren, ob die ausgeschlagen sind oder nicht. Das muss natürlich gemacht werden. Und wie vorher auch, alles muss einmal kontrolliert werden, korrigiert werden eventuell und zusammengebaut. Das ist der Blick auf die Bonuseinheit unbearbeitet. Also die Einheit, die die Tausender in der Mitte vom Spielfeld zählt, von 1000 bis 15.000, also hoch und runter. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie die nach der Überarbeitung aussieht. Und mal so ein Detailbild, wie die Kontakte, die man am Anfang nicht sehen konnte, aussehen. Die sind so komisch matt. Das bedeutet, die sind nicht überarbeitet. Die sollten eigentlich goldig glänzen. Sehen wir hinterher noch Bilder zu. Und auch an der Einheit gab es eine Achse, die nicht in Ordnung war. Weiter geht es mit der Relaisbank. Und zwar sehen wir jetzt hier die einzelnen Relais zerlegt und da war ein Kontakt dabei, wo die Kontaktniete nicht fest ist. Das kann natürlich dazu führen, dass manch eine Funktion mal funktioniert und mal nicht. Sowas muss natürlich dann nachgenietet werden oder wenn die Niete komplett kaputt ist oder fehlt, ersetzt werden. Hier kann man sehen im Vergleich mal eine andere Niete, die fest ist, wie das sein muss. Und die Lose. Um die Niete zu fixieren, muss man natürlich das Kontaktblatt ausbauen, was man jetzt hier mal im Detail sieht. Also man hat so einen Kontaktblock, baut das einzelne Blatt aus und kann das nachnieten oder die Niete erneuern. Die Bumper bzw. Schlagtürme sind nicht nur auf dem Spielfeld zu sehen, sondern haben natürlich auch einen Teil unter dem Spielfeld. Und zerlegt hatten wir die oben schon gesehen. Unten ist die Situation nicht viel besser. Da sind sie auch schmutzig. Und ein Teil der Teile ist auch schon arg verschlissen. Wir können jetzt hier mal so Pertinax-Plättchen sehen. Links ist das ziemlich eingefressen und rechts sehen wir mal einen Neuteil. Und zum Schluss mal, wie die aussehen, wenn sie komplett technisch überarbeitet sind.
So wie die Bamba hat die Targetbank auch sichtbare Elemente oben, also die Target selber. Hier können wir die Targetbank sehen nach dem Ausbau. Die ist natürlich, wie schon vermutet, nicht nur schmutzig, sondern auch technisch nicht überarbeitet. Hier mal der Blick von hinten. Auch da sehen wir, die Targets sind dreckig. Und hier können wir mal die zerlegte Targetbank sehen mit den ganzen Federn. Gottlieb, Targetbänke sind nicht so wartungsfreundlich, wie man das vielleicht erwarten würde. Ist die Targetbank mit kontrollierten Teilen und neuen Targets. Kontrolliert natürlich die Achsen, dass die nicht eingelaufen sind oder dass Teile eingeschlagen sind und so weiter. Auch hier mal noch ein Bild von der Targetbank von der Seite mit den ganzen Federn, alles wieder zusammen. Da fehlt jetzt noch die Spule. Und wenn die Spule dann dran ist, dann kann die wieder eingebaut werden. Hier abschließend noch ein Bild, wie es auch aussehen könnte, wenn neue Targets drin sind und die Targetbank ein bisschen geputzt ist. Als abschließender Bereich folgt jetzt noch die Reliebank mit der Reset-Funktion. Die Reset-Funktion wird immer ausgelöst, wenn eine Kugel ausgegeben wird. Und auf dieser Relaisbank sind die Relais drauf für die Rollover-Kontakte, die rechts das Bonus-Hole sozusagen aufwerten. Unter anderem. Auch bei der Relaisbank geht es darum, natürlich einmal alles zu zerlegen, zu gucken, wie sieht es innen drin aus, sind Teile verschlissen. Oder sind irgendwelche Federn vielleicht gebrochen oder wurden vielleicht überdehnt, funktionieren nicht mehr so gut und so weiter. Wenn der Kontaktblock fertig ist, muss natürlich dann auch noch jeder Kontakt einzeln eingestellt werden, sodass alles wirklich funktioniert und auch über einen längeren Zeitpunkt. Ja, hier sehen wir nochmal die einzelnen Kontakte etwas größer. Und diese schwarzen Röhrchen, wenn das Relais ausgelöst hat, fallen nach unten und schalten Kontakte um. Ein weiterer Fehler in dem Gerät war eine defekte Leitung in dem Kabelbaum von dem Relaisblock. Abschließend gibt es jetzt noch die Möglichkeit, einmal das fertige Spielfeld zu sehen mit den ganzen überarbeiteten Komponenten, die vorab im Detail gezeigt wurden. Und natürlich auch, dass die wieder gut funktionieren. Sie sind nicht nur sauber. Ich hoffe, dass hängen geblieben ist, dass bei Geräten, auch wenn sie als restauriert verkauft wurden, eventuell noch grobe Fehler vorhanden sind. In dem Fall ist es jetzt natürlich schon extrem gewesen, dass sozusagen in jedem einzelnen Block mindestens ein Fehler war, der dazu geführt hat, dass das Gerät nicht wirklich gut funktionieren kann. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich natürlich über Likes und eventuelle Anregungen. Und wenn es viele Rückmeldungen gibt, mache ich vielleicht auch noch einen zweiten Teil. Vielen Dank.